Herzlich willkommen zu einem Ankündigungs- und Informationsvideo. Zugleich, ich habe einen Gast dabei, den viele mittlerweile schon kennen müssten aus der Murchenliga. Und das ist der liebe Kösti. Hallo! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal, eine Begrüßung müssen wir noch feilen. Ja, ich glaube auch. Ja, kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal zum Wichtigeren, das ist die Wettquoten. Genau, die Wettquoten. China Rensch geht an in der Liga. Und zwar entweder heute oder morgen. Kommt drauf an, wann ihr dieses Video seht. Um genau zu drücken, es ist Mittwoch, der 23.04. Richtig. Genau, um 19 Uhr. Bis dahin können Wetten abgegeben werden. Voraussichtlich 19 Uhr. Und ja, ich denke mal, Kösti kann ja mal anfangen damit, für seinen Bereich. Kann gerne mal kurz die Wetten durchgehen. Zuvor gesagt, 10 Euro Einsatz bekommt jeder Spieler virtuelles Geld zum Wetten. Virtuell ist wichtig. Kein Echtgeld. Ja, und die Wetten, auf die ihr dieses Geld setzen könnt, das ist zum Beispiel, wer gewinnt das vierte Liga-Rennen in China? Da haben wir als Top-Favorit festgelegt BVB, weil sich JetSet, MSC und Heftin abgemeldet haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, BVB hat eine Wettquote von 2,0, das heißt, bei einem Euro Einsatz gäbe es 2 Euro Auszahlung, wenn BVB gewinnt. Dahinter dann noch DTMNF1 und Carlo mit jeweils 3,0. Und dann haben wir noch mit einer Quote von 5,0 Eddie, Najeb und Mulchan. Man hört ein Rauschen bei dir im Hintergrund, dafür schon mal zu entschuldigen. Echt? Oh. Ja, wenn du sprichst, hört man ein Rauschen. Noch nebenbei dazu, das merkt man, das merke ich besonders. Und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Komisch. Ja, jetzt war ein bisschen besser. Also, wer kommt in die Top 3? Da haben wir ebenfalls Philipp als Top-Favoriten zusammen mit BVB. 1,5 die Quote. Dahinter dann Carlo 2,0, Tobi 3,0 und PCR 4,0. Alles möglich, auf jeden Fall. Auch für Gekabor. Mit einer Quote von 15,0. Wie ist das nicht mal, wenn der die Top 3 fährt? Ich habe übrigens eine Quote von 501. Danke nochmal. Was fliegst du raus? Gut. Wer fährt im vierten Liga-Rennen die schnellste Rennrunde? Da haben wir drei Favoriten, und zwar BVB, Carlo und ja, einmal Philipp. 2,5 die Quoten. Jeweils. Bei Tobi und PCR sind es 4,0 und bei Najeb 5,0. Dann, wer holt die Pole Position? Darauf kann auch gewettet werden. PCR und Philipp 2,5. Dahinter Murchan, BVB 3,0 und Najeb mit 5,0. Außerdem dann noch die Wette, welcher Fahrer führt nach der ersten Runde. Derjenige, der von der Pole Position startet, jener, der vom zweiten und jener, der vom dritten Platz startet oder ein ganz anderer. Beim letzten Mal war es ein anderer Fahrer. Das war der Viertplatzierte. Richtig, MSC. Da haben natürlich auch alle drauf gesetzt. Gar keiner. Die beste Quote hat trotzdem noch derjenige, der von der Pole Position startet mit 1,5. Logisch. Jetzt vielleicht noch die interessanteste Wette, der Vorsprung des Siegers auf den Zweitplatzierten im Rennen. Beim letzten Mal war er größer als 25 Sekunden. Allerdings sind die Top-Favoriten nicht dabei, das heißt, wir haben keinen Jetset, der vorne 30 Sekunden wegfährt. Und deshalb ist auch die Quote von 0 bis 6 Sekunden am niedrigsten. Und zwar nur bei 2,5. Ja, willst du noch irgendwas dazu sagen? Danach kommt noch die Safety-Car-Phase. Ja, richtig. China ist jetzt nicht unbedingt bekannt als die Strecke für die meisten Safety-Car-Phasen, aber unmöglich ist es trotzdem nicht. Bei Regen ist alles möglich. Richtig, und dann noch die üblichen Wetten für Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft. Da hat sich aber nichts geändert. Nee. Ja. Die Resultate vom letzten Rennen könnte man ja auch nochmal erwähnen.
geht in der Beschreibung. Ja, in der Beschreibung, da haben wir Bagger LP, 10 Euro Einsatz, 8 Euro Gewinn. Das heißt, alle haben Verlust gemacht. Glückwunsch nochmal. Außer Naheb, der hat 1 Euro Gewinn gemacht. Und der Spieler hockt auf den Sessel. 39 Cent Gewinn. Ja, und Glückwunsch auch an Eddie, Lars und Gekabor. Alle haben Geld eingesetzt und alle haben alles verloren. Sehr gut. Ja. Ja, die nehmen wieder 10 Euro drauf, das heißt, Backer kriegt dann wieder 18. Er kriegt den Einsatz zurück, haben wir gesagt, ne? Genau. Ja. Einsatz und, naja, den Gewinn. Der Gewinn, der übrig bleibt. Den kommt man dann eben. Virtuell! Virtuell, versteht sich, klar. Zurück, das heißt, Backer kann mit 18 Euro gleich mal von ihm die Vollstarten und seinen Vorsprung ausbauen. Oder alles verspielen. Beim nächsten Mal dann wieder mit 10 Euro an den Start gehen. Falls noch jemand jetzt aussteigt, ihr habt da drauf gesetzt, kriegt ihr einfach den Einsatz zurück. Das ist normal. Richtig. Ja. Ja. Wie kann man tippen? Jede Frage hat eine Nummer davor stehen. Die Nummer ist quasi die einfach die Nummer eingeben. Und dann jeweils hat jeder Fahrer noch eine schöne Startnummer. Die müsst ihr dann dahinter eingeben. Wenn ihr zum Beispiel meint, ich gewinne, dann müsst ihr 1.1 schreiben. Meint ihr BVB gewinnt, dann müsst ihr 1.23 schreiben. Das ist immer ganz einfach dann zu sehen für uns. Korrekt. Einfach dann die Wetten in die Kommentare. Alle Wetten über mit Einsatz. Mehr Einsatz als 10 Euro. Akzeptieren wir nicht. Was? Wieso? Was wollen wir denn da machen? Wieso? Backer kann doch 18 Euro auf den Sieg von mir setzen. Ich meine ja auch diejenigen, die jetzt keine 18 Euro haben. Ja, die können nur maximal 10 Euro setzen. Das ist logisch. Richtig. Mindesteinsatz 50 Cent. Maximal Einsatz so viel, wie man hat. Richtig. Also man jeder kann darf mitmachen. Jeder darf alles verwetten oder eben nur so viel, wie er möchte. Ja. Die schon mal mitgemacht haben, die sehen dann in der Videobeschreibung, wie viel Geld sie verzocken dürfen. Steht aber auch auf der Homepage. Wird auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, hoffe ich. Unter Tippspiel und dann steht der Wettcode Tippresultate. Und das Ganze wird wieder mal, da ich ja mitfahren muss, wir über Livestream rausmachen, ist ja logisch. Mit dem Chaoten auf, ja. Ich hoffe, dass Tobi diesmal mit einer besseren Laune an den Start geht. Ihr habt doch letztes Mal Strafen verteilt. Weißt du schon gar nicht mehr. Ja, stimmt ja. Ach ja, Strafen, müssen wir noch drauf eingehen. Strafen werden... Ich weiß gar nicht, werden die bei Wetten berücksichtigt? Ich glaube leichteres. Ich glaube Tatsachenentscheidungen? Eigentlich ja. Stimmt ja. Da war ja noch was. Stimmt, BVB hat noch, wenn ich es gerade richtig lese, BVB hat von euch eine 10-Position-Strafe im Qualifying bekommen. Richtig. Das heißt, er ist gerade mindestens von der 11, sehe ich das richtig? Ja. Aber wenn er jetzt die Pull-Position rausfährt, dann hat er die Wetten... Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ja. Das merke ich auch gerade. Weil darauf ändern sich eigentlich die Wettquoten ja wieder. Gut, dass wir das vorher bedacht haben. Aber ich würde sagen, wir machen das ohne die Strafen. Das heißt, wenn BVB wirklich fahrerisch die Pole Position herausfährt, hat er die Pole Position. Ja, macht am meisten Sinn. Weil sonst macht es keinen Sinn. Ja, und das mit den Sekundenstrafen im Rennen, das macht auch keinen Sinn. Da habe ich ja, hab ich ja so gute Chancen morgen, ja, wenn ich das Ganze mal durchgehe. Ja. Wenn BVB von der Elche schon mal ein Konkurrent weniger. Da müsste aber auch die Quote für die Top 3 bei ihm sich ändern. Hm, ihr seht schon, wir haben eine Sache nicht bedacht, das sind die Strafen. die ändern wieder mal alles. Wir besprechen das, denke ich, nach dem Video. Ja, das glaube ich auch. Also, fand so eine die Positionsstrafe im Qualifying, die macht ja schon Auswirkungen, weil er schreit ja nur maximal von 11. Ja. Also auf die Top 3 Wette hat das dann Einfluss drauf, aber jetzt die ganzen Sekundenstrafen im Rennen eigentlich gar nicht. Also für die Wetten gilt dann wirklich das Rennergebnis, was ohne die Strafen was von Goldmotors eingewendet wurde. Wird. Genau.
damit das nicht ganz so kompliziert wird für euch. Die Zeitstrafen werden dann von uns danach ausgerechnet. Balsam 1, 2, 3, es haben 4 Leute eine Zeitstrafe bekommen. Richtig. Das ist einmal Gekabur 20, Mr. Pepperoni, der fährt ja aber eh, glaube ich, eh nicht mehr mit. Funky hat so 10... So nicht. Obwohl, 20 Sekunden, Funky hat 10 Sekunden drauf und Karl hat auch 10 Sekunden drauf, also... Eigentlich muss man auf mich sitzen. Oder auf Tobi, aber ob der kommt, ist fraglich. Aber das ist ja jetzt erst. Ja gut, aber diese Strafen gelten dann eben nicht für die Wetten. Nee, das nicht, aber wenn ich es gerade so sehe. Könnte interessant werden. Schalte beim Livestream ein auf meinen Twitch-Kanal. Das könnte echt interessant werden. Ja. Vor allem, weil nicht mal die Top-Favoriten dabei sind. Also, da muss ich eigentlich den Sieg rausfahren. Eigentlich, ja. Eigentlich. Weil BVB hat noch nie ein Rennen gewonnen, ja. Heptin fährt nicht mit, Jetset hat... Und der Einzige, der noch ein Rennen gewonnen hat, ist Tobi, der aber nicht in der besten Verfassung ist. Er kann schon üben, aber nicht... aber ich glaube nicht, dass er es machen wird. Und Carlo, der war auch mal in einer besseren Form, ja. Obwohl, wenn es regnet, dann sehe ich Carlo wirklich als Top-Favoriten an, aber es ist... Eigentlich muss ich gewinnen, eigentlich. Du kannst ja gerne auch mitwetten, wenn du Lust hast. Nee, ich dann nicht. Dann würde ich 10 Euro auf mich wetten, natürlich. Und dann verkacke ich selber, weil ich so blöd bin. Nee, lass mal gut sein, ey. Ja, wir wären durch, oder? Gut, dass wir das nochmal schreiben. Also wir müssen nochmal die Quote jetzt kurz ändern, dann unter den besten dreien. Naja, bekommt ihr ja sowieso alles nicht mit. Daher, wir werden eine andere Quote als... Was hat ein BVB jetzt? In den Top 3, 1,5. Ja, das werden wir mal sofort nach unten korrigieren, nach oben korrigieren. Also, die Quoten, die gelten, stehen auf der Homepage. Und ich weiß nicht, vielleicht auch in der Beschreibung, wahrscheinlich nicht. Wäre nee, ziemlich lang. Da wäre nur der Link. Ja, genau. Die eine Quote ändern wir noch und wir verabschieden uns. Hoffe, dass ihr schön fleißig mitwettet. Ja, das hoffe ich auch. Also ich werde definitiv wieder mitmachen. Meine der Gewinner am Ende der zweiten Saison, der kriegt was. Oh. Also mitmachen lohnt sich. Frage wird nur sein, was? Lasst euch überraschen. Und wir sagen Tschüss! Ciao!